So, ihr Lieben, heute ist im Hause Lumara wieder was ganz Einfaches angesagt. Ich liebe die einfachen Sachen und ich esse sie auch sehr gerne. Was gibt's denn heute? Heute gibt's einen Topfenstrudel. Heute sind wir ein bisschen an das Land Österreich, haben wir uns jetzt ein bisschen eingestellt. Und zwar machen wir jetzt einen Topfenstrudel und anschließend mache ich einen Apfelstrudel. Aber es gibt ein separates Rezept oder ein separates Video und das sehen Sie dann auch irgendwann mal und die Rezepte kriegt ihr. Und ich habe mir mit der Simone gerade überlegt, ob wir diesen Strudel eventuell für die nächste Vorführung nehmen oder ob man gleich essen. Ich habe mir jetzt was gleich essen entschieden, okay? Ich freue mich schon drauf, bis er fertig ist. Hefeteig haben wir schon gemacht. Steht im Rezept, wie man das Ganze macht. Und wisst ihr, was ihr immer braucht? Ihr braucht immer ordentliches Werkzeug. Da tut es euch viel leichter. Wenn jetzt der Teig, der wird ja immer zwischen zwei Folien ausgerollt. Das ist schon mal Punkt Nummer 1. Ausrollen geht ganz, ganz leicht. Ist ein wunderbarer Teig. Fühlt sich super an. Ihr kennt ihn auch mit der Folie umdrehen. Seht ihr? Und dann könnt ihr immer hergegangen und könnt noch ein ganz kleines bisschen mit dem Streuer drüber mehlen. Immer das Mehl ein bisschen so neistreichen, dann löst sich so hinterher wieder schöner von der Folie ab. Also machen wir auf beiden Seiten. Wird ganz, ganz einfach. Hier auch, seht ihr, einfach wieder ein ganz kleines bisschen so drüber mehlen und schon haben wir eine schöne Oberfläche, die sich auch sehr schön verarbeiten lässt. Das war jetzt Punkt Nummer 1. Jetzt gehen wir zum nächsten. Das ist wirklich ein 5-Minuten-Akt. Ihr nehmt euren Gitterschneider, setzt es hier an und je nachdem, wie die Teigstärke ist, ich gehe immer her und ziehe ein bisschen so hin und her und dann machen wir ein Gitter. Jetzt haben wir schon vorbereitet Topfenfüllung. Jetzt bin ich gefragt worden, was ist Topfen? Quark ist in Österreich der Topfen und schmeckt der Topfen sehr, sehr gut. Probiert es nochmal aus, den kann man auch hier in Deutschland kaufen. Und jetzt geht es ihr her, nehmt den Topfen und streicht den hier auf diese Seite. Das machen wir dann mit dem Apfelstrudel natürlich genauso. Einfach drauf streichen. Ich habe ihn schon einmal probiert, der war wunderbar. Und gerade wenn es jetzt so warm ist wie heute, ich weiß ja nicht, wie das Wetter ist, wenn Sie das Video anschauen. Das kommt ja nicht heute rein, ne? Sondern irgendwann demnächst mal. Ihr nehmt eure Winkelpalette, streicht das noch ein ganz kleines bisschen hier glatt. Das habt ihr doch alles schon zu Hause. Gehe mal davon aus, hoffe ich ganz einfach. Und wenn nicht, ihr wisst ja, wozu die ganzen Sachen bekommt. Entweder bei Ihrer Beraterin, sollten Sie keine Beraterin haben, dann wenden Sie sich einfach vertrauensvoll an uns, info@lumara.de. Jetzt schlagt ihr das Ganze ein kleines bisschen der Reihe. Ihr habt schon gesehen, ich habe am Rand etwas freigelassen. Das schlage ich jetzt einfach hier so rein und da schlagen wir es auch noch ein ganz kleines bisschen so rein. Und jetzt geht es hier einfach her, nimmt dieses Teil und legt es oben drüber. Und schon ist Ihr Strudel fertig. Schaut, wir haben jetzt das Ganze hier in unsere Küsschenform. Sie können jede Form dafür hernehmen, aber mir gefällt die Form halt unwahrscheinlich gut. Die macht halt ein bisschen was her, die schaut halt toll aus. Viele haben sie schon zu Hause, aber nehmen Sie einfach die Form, die Sie zu Hause haben. Sie können das Ganze jetzt so backen, wie es hier steht. Ich gehe her, wenn ich so backe, dann nehme ich ein bisschen Eiermilch und streiche die noch oben drauf, das ist also Eigelb mit Milch gemischt. Und wir nehmen jetzt aber auch noch Streusel. Die müssen Sie nicht nehmen, aber die können Sie nehmen. Und diese Streusel machen wir jetzt nach oben drüber. Die sind aufgelegt, ihr nehmt wieder euer normaler Backpapier, schiebt es unten rein und ab geht's in den vorgeheizten Ofen. Schaut's her, unser Topfenstrudel ist fertig. Schaut der nicht gigantisch aus? Die Simone hat gerade gesagt, der schaut gigantisch aus. Simone, ich muss dir recht geben. Und weißt du was, du vergessen hast zum Sagen, der schmeckt gigantisch. Schade, ihr könnt es nicht probieren, ihr backt es selber. Wir probieren und essen für euch ein Stückchen mit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssle, servus.
Schaut mal, wie toll unser Topf und Strudel in dem Küsschen ausschaut. Ist das Küsschen nicht eine wunderschöne Form? Also ich bin jetzt begeistert. Und ihr wisst ja, es gibt ja unseren Servierprofi in Schmal. Es gibt die Edelstahlplatte, es gibt die Unterlage. Und so serviert auf dem Tisch ist doch das Ganze eine Augenweide. Lieben, es kommt eine große Sensation bei Lumara. Ich freue mich heute schon drauf. Bitte schaut's dann, wenn es soweit ist, auf unsere Homepage, wenn die neuen Flyer drauf sind. Unsere Berater werden informiert. Sie holen die Informationen über die Beraterinnen, weil es kommt wirklich was ganz Tolles. Damit wollen wir Sie beschenken. Aber wie das Ganze funktioniert, das erfahren Sie dann. Das ist ein wunderbarer Behälter. Und zwar im Moment werden größere Stückzahlen für uns hergestellt. Der ist natürlich keine Erfindung von uns, das muss ich auch dazu sagen. Aber wir brauchen natürlich große Mengen. Und ihr habt hier eine Platte und unten habt ihr die Möglichkeit, auch wenn ihr mal was transportiert, ein Lumara Gefrierdingsbums, ja, jetzt weiß ich es, fällt es mir nicht ein, reinzulegen. Ihr könnt es aber da unten auch mal ein Messer reinlegen oder Servietten dazu, wenn ihr das Ganze mitnehmen wollt, auf eine Reise oder ins Schwimmbad oder zu Freunden oder von unterwegs. Und dann könnt ihr wunderbar verschließen und so könnt ihr alles da drin aufbewahren, was euch gefällt. Überraschung, Überraschung, freu mich!